Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und heute mal ein spontanes Recap des Apple Special Events. Also ich werde euch mal so ein bisschen zusammenfassen, was Apple da vorgestellt hat, was wir davon erwarten können und was meine Meinung dazu ist. Und das Special Event war vollgepackt mit Dingen, die ich so nicht erwartet hatte. Es wurden keine neuen Produkte vorgestellt. Es ging nur um die neuen Dienste, die Apple zur Verfügung stellt. Und das wären einige. Und ich bin da mal gespannt, was die Zukunft so bringt. An Produkten war ja in der kommenden Woche, sage ich schon, in der letzten Woche einiges gekommen. Wir haben neue iPads bekommen, neue iMacs und AirPods. Da werde ich in einem späteren Zeitpunkt auch nochmal näher drauf eingehen, in einem separaten Video. Heute geht es vor allem um die Dienste und was vorgestellt wurde. Und direkt mal mit einer Überraschung, an das ich überhaupt gar nicht gedacht hätte. Apple bringt jetzt in den USA mit Apple News Plus einen Dienst für Zeitschriften und Magazine. Und das könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt unterschiedliche Magazine in den USA, die ihr in der Regel am Kioskstand so kaufen könnt oder halt auch in einem Jahresabo abonniert. Und Apple bringt das Ganze in ihrer Apple News App zusammen und ihr habt einen Dienst so wie Spotify oder auch Netflix, in den ihr dann einfach Magazine und Newspaper in Amerika abonnieren könnt. Und da sind 300 Magazine mit an Bord in den USA beim Start und ihr habt da unterschiedliche Größen, wie zum Beispiel Vanity Fair hatte ich auf der Keynote gelesen, aber auch The New Yorker oder auch Wired. Und das ist eine echt praktische Sache, weil der Preis war meiner Meinung nach sehr attraktiv. Das war auch das einzige Produkt, was sie preislich so ein bisschen verraten haben, um euch das schon mal vorwegzunehmen. Der Preis für Apple News Plus war dann 9,99 €, also 9,99 $ in den USA und auch erstmal USA und Kanada exklusiv. Wann das Ganze hier nach Deutschland rüber sickert, das wird die Zeit auf jeden Fall zeigen. Meine Meinung zu Apple News ist, es war eine positive Überraschung. Ich bin jetzt keiner, der so regelmäßig Magazine liest, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man die ganzen Services, die Apple jetzt hier vorstellt und die alle ihr Geld kosten werden, wenn man die in einer Kombi, in einem Kombipaket günstiger bekommen kann, so ähnlich vielleicht wie bei Amazon Prime, die dann ja auch unter den Prime-Dach sehr viele unterschiedliche Dienste gleichzeitig anbieten für einen sehr exklusiven und attraktiven Preis. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man das mitnimmt, dass ich dann auch Magazine regelmäßiger lesen würde und anschauen würde. Es sah sehr gut aus, die App sah sehr gut aus und ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch ordentlich zieht. Leserzahlen gehen ja bekanntlich zurück in den Printmedien und das ist jetzt vor allem auch für die ganzen Magazine, glaube ich, ein ganz guter Boost. Es wurde viel darüber gesprochen, dass es sehr viele iPhones gibt und dass die ganze Plattform an sich halt für diese Dienste optimal ist, weil halt viele Nutzer erreicht werden können. Und da werden die ein oder anderen Magazine hier auch in Deutschland bestimmt mit an Bord springen. Deutschland ist da ein bisschen konservativer und da bin ich mir nicht so ganz so sicher, wie schnell das funktionieren wird, aber die ein oder anderen kann ich mir da gut vorstellen und ich würde mich freuen, wenn der Service auch nach Deutschland kommt. Als nächstes sprechen wir dann direkt über Apple Card und das ist etwas, da hatte ich schon Gerüchte so ein bisschen gehört. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell realisiert wird oder so schnell angekündigt wird. Also Apple Card soll auch wieder in den USA zuerst starten. Im Sommer soll das Ganze entstehen. Und was ist Apple Card? Apple Card ist der Kreditkartenservice von Apple. Und dass die da jetzt mitmischen wollen, das zeigt mir schon, dass Apple jetzt auch mal so ein bisschen
ein bisschen flexen will. Also sie haben die ganz großen Nutzerzahlen und sie wollen jetzt ordentlich was damit machen. Und so ein Kreditkartenservice ist nicht ohne. Deswegen haben die sich da quasi auch einen Partner mit Goldman Sachs an Bord geholt. Natürlich ein ganz großer Player und die werden dann auch im Hintergrund, glaube ich, ordentlich dafür sorgen, dass der Dienst funktioniert. Was Apple da gesagt hatte, war halt keine Gebühren. Kreditkartendienste haben ja nicht immer den besten Ruf und Apple will da so ein bisschen mitmischen und will dadurch, dass sie gar keine Gebühren anbieten, natürlich sehr viele Leute locken. Da bleibt es aber auch nicht dabei. Apple hat jetzt auch angekündigt während der Keynote, dass es eine Art Treueservice gibt und man hat quasi ein Cashback-System. Wenn man mit der Apple-Kreditkarte per Apple iPhone bestellt oder kauft, kann man dann 2% des Kaufbetrags direkt zurückbekommen, Cash. Das haben die oft erwähnt. Viele Treueprogramme funktionieren ja irgendwie durch Punkte, dass man quasi über das Punktesammeln über Jahre hinweg dann irgendwie eine Kaffeemaschine oder eine Reise gewinnen kann. Und Apple geht die Sache anders an. Es gibt direkt Geld zurück und das sind 2% mit dem ganz normalen Apple Pay, was man mit seinem iPhone nutzen kann. 3% bei Apple Produkten, also wenn man im App Store einkauft oder auch bei den Apple Services, also den Abonnements, die man hat. Apple Music, das neue Apple News, Apple Arcade, was sie gerade angesprochen hat, auch noch angekündigt hatten, wozu wir gleich noch kommen. Oder auch Apple TV Plus, da komme ich auch gleich noch zu. Also all deren Services, da wird man mit 3% belohnt, die werden dann automatisch direkt zurückvergütet und ja, die haben dann auch natürlich gesagt, für all diejenigen, die kein kontaktloses Zahlen anbieten, gibt es dann auch noch einmal eine physische Kreditkarte und Apple hat natürlich da sich auch nicht lumpen gelassen, da die Werbetrommel so ein bisschen zu rühren und haben da eine Titanium-Kreditkarte angekündigt. Wird natürlich ein Statussymbol sein, also viele Leute, die sich dann das Ganze zulegen, werden das dann halt auch aus ein bisschen Ego und ja, statussymbolmäßig machen, weil so Titanium fühlt sich sehr hochwertig an. Apple Kreditkarte, ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Und ich freue mich schon darauf, wenn es hier in Deutschland überhaupt erscheint. Also wir haben ja 4 Jahre, glaube ich, gewartet, bis Apple Pay hier nach Deutschland gekommen ist. Und mit der Kreditkarte sehe ich da sehr, sehr schwarz. Also bis das hier nach Deutschland kommt, boah, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich denke mir, dass es jetzt schon noch eine Weile dauern wird und ja, da werden wir mal abwarten und Tee trinken. Das nächste, was sie vorgestellt haben, war Apple Arcade. Arcade ist quasi deren Spielehalle und ein Spieleservice. Und zum Preis von Apple Arcade hatten sie leider nichts gesagt. Da würden wir mal abwarten und gucken müssen, wann das Ganze erscheint. Ich bin mir aber sicher, dass das so ähnlich wie Apple Music ziemlich zeitnah auch in Deutschland erscheinen wird. Apple hat sich da auch mit unterschiedlichen Entwicklern zusammengetan, um exklusive Titel zu erstellen. Und was da so ein bisschen aufpoppt ist in den Trailern, war Oceanhorn 2. Also Oceanhorn, wer es nicht kennt, im App Store runterladen. Das ist echt ein cooles Spiel für das iPhone, iPad, Mac, weiß ich gar nicht. Aber ihr habt da quasi so einen kleinen Zelda-Klon. Und ja, es ist ein cooles Spiel, so ein kleines Rollenspiel. Und Oceanhorn 2 war ja schon lange, lange in der Pipeline. Und auch schon bei irgendeinem Apple-Event wurde das auch schon angekündigt. Ich weiß aber nicht welches. Schreibt mir das mal in die Kommentare, um mir auf die Sprünge zu helfen. Ja, Oceanhorn 2 sah man da. Man sah sehr interessante andere Spiele. Ein Spiel, da wurde so mit Schwärmen gearbeitet. Das hat mich an dieses Flower erinnert. Das gab es mal für die PlayStation. So ein ganz schönes Spiel. Und unterschiedliche Indie
angehauchte Spiel. Also sie haben damit geworben, dass es Spiele sind, die sonst nicht finanziert werden, die dann Apple dann quasi in ihrer großzügigen Art in die Taufe mithebt. Ja, müssten wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Google hat ja jetzt vor ein paar Tagen Stadia vorgestellt, deren Spieleservice, mit dem man dann online ohne Probleme alle Konsolenspiele spielen kann. Apple geht also jetzt ein bisschen andere Wege, haben auch nochmal betont, dass man deren Spiele offline spielen kann. Auch nochmal so ein kleiner Seitenhieb natürlich. Wir werden mal sehen, wie sich Apple Arcade schlägt, wie das Ganze hier sich entwickelt. Auf jeden Fall vielversprechend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da so heiß drauf bin wie auf die anderen Dinge. Apple Arcade ist eher so ein Gimmick, aber wenn die Spiele da sind, wenn da echt Spielephänomene auch entstehen, da kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das Ganze ganz gut anlaufen wird. Die Zeit wird es hier auch wieder mal zeigen, ob der Nutzer, ob wir das annehmen. Und als nächstes ging es dann um den Apple TV und besser gesagt die Apple TV App, den Apple TV, den wäre auch cool, wenn sie da noch ein neues Apple TV Produkt vorgestellt hätten, aber nein, es war keine Produktvorstellung in diesem Event, es ging nur um Dienste und deswegen ging es auch um die Apple TV App. Die gibt es jetzt auch im neuen Design mit neuen Funktionen. Was aber super neu ist, ist deren Apple TV Plus Service und das ist auch wieder ein Service, also ihr zahlt da auch wieder monatlich. Sie haben nicht verraten, was das Ganze kosten wird, haben ordentlich an Stars auf die Bühne geholt, um das Ganze zu präsentieren mit unterschiedlichen Genres, die man dann sehen konnte. Viel Sci-Fi auch, also Jason Momoa war da auf der Bühne und die Serie sah cool aus. Die Prämisse ist auch sehr interessant, eine postapokalyptische Welt, in der alle Menschen blind aufwachsen und jetzt erst wieder das Sehen lernen und dann es unterschiedliche Fraktionen gibt und das ganze Setting hat meinen Geschmack voll getroffen und ich muss auch sagen, die ganzen Shows, die dann quasi angeteasert wurden, haben meinen Geschmack echt sehr gut getroffen und ja, ich muss sagen, das war echt cool. Ich finde, hier in Deutschland werden wir so ein bisschen auf das Ersatzgleis gepackt. Also die Auslieferung wird wohl auch bei Apple TV erstmal in den USA geschehen, dann vielleicht England als erstes europäisches Land, haben die das glaube ich angekündigt, und dann erst nach Deutschland. Mal sehen, vielleicht kommt man auch anderweitig an die Services dran. Das wird jetzt auch in der nächsten Zeit wird jetzt bestimmt auch mehr dazu veröffentlicht und mehr Informationen gegeben. Und es wird bestimmt auch mehr Informationen dazu geben. Ich gucke gerade hier nochmal, ob ich was vergessen habe. Aber ich denke, das war es dann auch. Die ganz großen Dinge, die dann jetzt vorgestellt wurden, die Dienste und letztendlich meine Meinung dazu. Ich muss sagen, es wurde jetzt deutlich, was Apples Intentionen / Ambitionen sind. Sie wollen die Welt schon quasi verbessern auf ihre Art. Und das ist ja schon immer auch Apples Motto so ein bisschen gewesen, so ein Lifestyle zu transportieren, zu verkaufen, das halt quasi, es kam mir sehr humanitär rüber und ich kann mir vorstellen, dass einige da nicht so diese Kumbaye-Schiene mitfahren wollen. Ich muss sagen, dass es mich echt abgeholt hat in manchen Situationen. Es ging auch viel um aktuelle Themen, also Inklusion, Mann-Frau-Verhältnisse. Das sind alles so Themen, die wirklich gerade Zeitgeist sind und die unsere Gesellschaft prägen. Und ich muss sagen, für mich, ich fand's gut. Ich fand's gut und ich muss jetzt mal in Zukunft gucken,
ich hoffe, dass es nicht zu cheesy wird. Also, dass man das auch echt ernst nimmt, dass man da jetzt nicht so ein bisschen so Fremdscham hat, wenn man die Shows guckt. Dass es auch Themen sind, die uns weiterhelfen können. Als One More Thing haben sie dann ja auch Oprah nochmal rausgeholt und viele Leute, die hier in Deutschland sind und die in den USA nicht bewandert sind, Oprah ist fast Gott in den USA. Also sie ist so eine ganz große Fernsehperson, die quasi jahrelang in ihrer Talkshow quasi die amerikanische Kultur mitgeprägt hat, also die moderne TV-Kultur. Und ja, ich muss sagen, als das dann so kam, ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut und ich bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Ich freue mich, ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie viele auch online schon losgetwittert haben. Es gab viele Memes und es gibt immer noch viele Memes dazu. Ich versuche mir das Ganze noch so ein bisschen anzugucken. Die erste Euphorie ist da auf jeden Fall, aber ich werde mir in Zukunft das natürlich auch ein bisschen aus der Distanz angucken und mir da nochmal eine ruhigere Meinung bilden. Ich bin optimistisch gestimmt. Die Zeit, bis wir das alles hier in Deutschland nutzen können, da bin ich so ein bisschen traurig, dass das nicht so 1:1 funktioniert, aber das ist halt die globale Welt und da tut ja Apple so ein bisschen jetzt was dazu, dass wir alle so ein bisschen näher rücken und durch unsere iPhones, die wir alle in der Tasche haben, können wir auf so Dienste zugreifen und sind ja irgendwo wieder eins und vernetzt und da wurde auch viel Wert drauf gelegt, diese Message rüberzubringen, egal was auf der Welt so abgeht, egal was für Tendenzen auch links oder rechts schreien. Im Endeffekt sind wir alle Menschen und wir kommen alle zusammen und das fand ich super und ich glaube, damit höre ich jetzt auch auf. Das fand ich ganz cool. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin. Ciao. Diskutiert noch in den Kommentaren mit mir, was ihr zu der Apple Keynote fandet. Und ja, jetzt aber. Tschüss.